Hallöchen, meine Lieben, und herzliches Willkommen wieder hier in der Hansa Rostock Karrieremodus. Ja, im folgenden Heimspiel gegen Hannover 96 hat unser Nils Frölling ordentlich ein gutes Spiel geleistet und uns wichtige 3 Punkte wieder eingeschert. Also ein Doppelpack erzielt er. Und wir gewannen also das Spiel mit einem guten Sieg. Ja, stehen immer noch auf Platz 1. SSV Sandhausen, St. Kickersboys, wie ich sie immer nenne, stehen auf den 11. Tabellenplatz. Ja, mit 6 Punkte. Eine solide Punkteausbeutung, aber nicht sehr stark wie die Mannschaften davor. Ja, und heute soll es auswärts gegen Sandhausen auch 3 Punkte in Sack und Tütchen geben. Ja, und mit dieser Aufstellung wollen wir ins Spiel reingehen. Und zwar die 3-4-2-1-Formation. Jakob Sanders vorne im Flügel. Kai Pröger vorne im Sturm. Dahinter Jansen, ein neuer Jugendspieler. Frisch ins Team reingekommen. Dann auf rechts Kin Zombie, Meier, Guerra. Dann Vasili, Rosbach und Dre van Drommeling und im Tor Nils Körber. Wir sehen bei SSV Sandhausen Eswein, Ritzmeier, Ewina, Ganda, Askildsen, Bachmann, Sicker, Schetüska, Dummig, Dick Meier und Dreves im Tor. Willkommen zum 7. Spieltag. Ja, und euer wertgeschätzter Blue Eyes Lehrling wird euch wieder durchs Spiel kommentieren. Wie immer könnt ihr einen Daumen da lassen, Kommentar in der Kommentarbox da lassen, sodass ich sehe, ihr seid aktiv. Und an meiner Videobeschreibung könnt ihr auch vorbeischauen, wo meine anderen Social Media Plattformen Links zu meinen anderen Plattformen, also Kanälen, Plattformen zu sehen sind. Wie auch mein Zweitkanal Blue Ghost Biker. Ja, als Mittelfeldspieler ist unser Jansen reingekommen, um ein bisschen frischen Wind reinzubringen. Und ich hoffe, dass er hier in diesem Debüt auch zeigen kann, was er kann. Aber es wird nicht leicht. Sandhausen wird uns ordentlich ein harter Brocken sein, um uns wieder in gewissen Situationen vielleicht wieder den Ball zu entnehmen. Wir wieder auf Konter versuchen, gegenzuschalten, Gegendruck machen und so weiter und so weiter und so fort. So, die Aufstellung nochmal hier von SSV Sandhausen in Durchlauf. Ja, Eswein ist ein Ex-MSV Duisburger Spieler, den ich so kenne. Ja, auf ihrer Auswechselbank liefern sich auch sehr gute Spieler dabei. So, auf unserer Bank Gudjonsson, Lee, Schumacher, Anano, Fröhling, Rossipal und Van der Werf. Ja, wir im Weiß-Blau auf rechts und Sandhausen im Weiß auf links. So, das Spiel ist angepfiffen. Mal sehen, wie wir uns hier so zeigen oder präsentieren. Gut, dass es nicht weiße Hosen und weiße Trikots komplett gibt. Damit wäre ich komplett verwirrt. Aber hiermit sehe ich schon gut durch. Und da ist Kin Zombie. Natürlich, unser Christian Kin Zombie. Jawohl, ein gutes Spiel und er macht auch gleich hier das allererste Tor. Obwohl bei den Spielern, also die Gesamtbissigkeit nur bei 55% beträgt, ist es aber trotzdem gut, dass die Leute trotzdem
auch wenn die Formation ein bisschen so wuschi-wuschi ist, funktioniert es trotzdem mit den Leuten, Tore zu machen. Wenn man immer denkt, es klappt nicht, muss man einfach die Flinte ins Korn nicht schmeißen, sondern einfach versuchen, im Strom zu schwimmen und einfach drauf ankommen lassen. Und das war ein blöder Einwurf. Oh, Rosbach gut aufgepasst. Wir verdrommeln auch. Ah, Guira ein bisschen zu schnell vorgesprintet. Dann hätte man den Ball besser verteilen können. Ich fand Drommeling gut gegengesetzt. Oha, oha, das war ein ziemliches Reingehen. Kinzombi, gut aufgepasst. Sanders. Pröger. Jakobs. In die Mitte nach oben auf Kyra. Aber da steht schon ein Sandhausener Spieler direkt perfekt und somit ist der Ball wieder weg, aber jetzt geht's wieder nach vorne. Guira mit einer guten Flanke nach innen und jawollo, Kai Pröger per Kopf mit den 2:0. Nochmal die Zugabe. Und dann Kai Pröger per Kopf. Ja, das nennt man wohl perfektes Tor. Und der Keeper im Tor bei SSV Sandhausen hat es nicht geschafft, an die Pille irgendwie ranzukommen. Obwohl man als Keeper stark sein soll. So, Pröger. Oh, Jakobs. Wieder mit einer guten Flanke. Und jawohl, Guira belohnt sich auch mal mit einem Kopfballtreffer. Man sieht, dass die Mannschaft richtig zusammenspielen tut und ordentlich auf Trumpft, also Zeit ist, dass es sich richtig gut entwickeln tut im Kader von Hansa Rostock. Aber wenn man sich Hansa Rostock in Real Life anguckt, ja, dann ist es wohl was ganz anderes. Oh, der Schwein. Hui, und der erste Ballkontakt hier von Nils Körber. Und er reagiert exakt und lenkt den Ball zur Ecke. So, Ecke für Sandhausen. Rohrball. Oh, und Kai Pur, Nils Körber ist rausgekommen. Erwischt die Pille gut und Meier hier mit einem komischen Kurzpass, der nicht sonderlich. Und Sander reagiert hier mit einem guten Reflex. Jakobs. Pröger. Kinzombi. Schön viel Platz. Tempo hat er. An die Pille kommt man. Aber jetzt ist sie weg. So, jetzt aber. Sicker. Oh, weiter lang gespielter Ball. Wow, und Rosbach genau im 16er geblieben. Also hingekommen. Jansen. Um damit den Ball schön zu entnehmen. Oh, oh, das war ein ziemliches Duell. Aufpassen. Pröger. Drehung. Ja, und Reves. Ja, kommt noch leicht so an die Pille ran. Aber der Ball geht trotzdem ins Aus. Es geht Ecke. So, die Ecke kommt hoch rein. Und unser Lorenzo Meier belohnt sich auch mit einem wohlgemerkten Tor.
Man merkt und man sieht es auch, Hansa Rostock spielt sich gerade richtig gut. Aber wie sagt man immer, Vorsicht ist der Mutter der Porzellankiste. So, es steht jetzt 4:0 hier in dieser Partie und wir gehen mal ein kleines bisschen auf Defensiv, um ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen ruhiger ranzugehen an die Sache. Ganda. Oh, gut durchgegengesetzt. Rosbach gut aufgepasst. Jansen. Oh, er spielt den Ball richtig sehr gut auf Meier. Oh, das war sehr gut von Sanders. Auf Kinzombie. Aber ja. Na, ich würde sagen. Millimeter, Millimeter. Aber man sieht. Man hält immer weiter gegen. Oh. Guira. Jakobs. Oh. Das sieht wieder nach einer guten Situation aus. Aber. Pliss rausgeschlagen. Oh, langer Ball. Zurück. Zum Keeper. Oh, gut. Kinzombie. Jakobs. Jansen. Ah, seine Chance war nicht schlecht, nicht schlecht. Aber. Und dann geht's auch. Rückpass. Will von Rommeling. Langer Ball. Kinzombie. Ah, Zicker, aufgepasst. Riedsmeier, langer, hoher Ball. Ball kommt bei Rosbach an. Ja, Rosbach ein bisschen aufgepasst. Oder hat die Situation falsch eingeschätzt. Das war sehr gefährlich. Gira oder Guira, wie ich ihn nennen will. Immer verspreche ich mich bei dem Ausdruck. Ritzmeier. Esswein. Pröger. Gut aufgepasst. Jakobs. Sanders. Oh, leider nicht durchgesetzt. Die Pille nicht erobert. Ritzmeier. Fahr. Hoho. Und wieder. Ui, da stehen sich der Abwehrspieler und der Keeper leider etwas im Wege. Ja, und die gespielten 45 Minuten sind schon mal vorüber. Und mit einer 4:0 in die Pause zu gehen, ja, das zeigt, dass es Hansa Rostock hier wohl richtig ernst meint. Die beiden Halbzeitstände in den anderen gut gespielten Partien sind wie folgt. 1. FC Nürnberg führt 1:0 gegen TSV 1860 München und 1. FC Heinheim gegen SC Paderborn 07 steht es 0:0. So, Anstoß zur zweiten Halbzeit auswärts bei SV Sandhausen. Wir haben 4 grandiose Tore gesehen in der ersten Halbzeit und damit führt auch Hansa Rostock mit 4:0. Aber trotzdem müssen wir wachsam bleiben, weil auch wenn der wenn wir führen, heißt es schnell umschalten. Hoho, da hat Rosbach gut aufgepasst, aber ein bisschen zu weit gekickt. Damit rollt der Ball ins Aus und Ecke geht's für Sandhausen. So, wo kommt die Pille hin? Wo nur? Oh, 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 oh. Aber Nils Körbers da. Gut aufgepasst. So, jetzt aber Kai Pröger. Was macht er? Er bleibt zuerst mal ganz ruhig und lässig. Ja, da kommen wir leider nicht dran. Aber hier können wir uns durchsetzen. Meier. Sanders.
Oh, aber hier Dirkenmeier aufgepasst. So, Esswein. Seitenwechsel. Oh, Gefahr vom 16er. Und Rick van Drommelen gut geklärt. Ball geht in aus. So, Wechsel. Ganda runter. Ademi kommt drauf. Um frischen Wind für SV Sandhausen reinzuholen. Das ist jetzt die dritte Ecke, glaube ich. So, hoher Ball. Aber Nils Körber ist da. Ganz logisch. Ross. Nein, Meier. Ah. Und das gibt Freistoß. Für Sandhausen. Obwohl. Guerra, glaube ich, muss es gewesen sein, nicht an den Ball rangekommen ist. Eieiei. Verteidigen, gut. Jansen. Oh, gut. Auf Guerra. Jansen. Und ein schöner langer Pass auf Christian Kinn-Zombie. Der durchs Dreves erstmal prüfen tut. Boah, wieder. Jakob. Ah, leider. Verlorene Chance. Esswein. Hitzmeier. Vom 16er. Oh, durch die Beine. Oh, durch die Beine. Und da hat Rick van Drommelen aufgepasst. Evina runter. Okuruji kommt drauf. So, Abstoß. Von Nils Körber. Pröger. Güra. Oder Güra. Christian Kinn-Zombie. Viel Tempo, viel Platz. Aber Dirk Meier, Ex-Hamburger. Als Verteidiger zeigt hier sein Können, hält sich dagegen und es gibt Ecke für Hansa Rostock. So, Ecke wird hoch und kräftig reinkommen. Oh, das war sehr gut. Ah, dieses Mal ist die Pille jetzt weg. Bachmann. Oh. Durchsetzen. Ah, dann Meier. Gut, aufgepasst. Jakob. Oh, das war sehr gut. Ah, aber hier Ballverlust von Guerra. Ah, Ademi. Da ist der Ballkontakt gewesen. Oh. Vasili, gut aufgepasst. Guerra. Und wieder Christian Kinn-Zombie. Oh, aufpassen. Warten, bis einer mitrennt. Ah, und die Gefahr im 16er bei Sandhausen ist vorbei. Esswein. Jetzt auf dem Flügel. Eilei. Gefahr. Immer noch. Oh, gut aufgepasst. Meier. Und wieder. Guerra mit langem Ball auf Christian Kinn-Zombie. Kommt man ran? Nein, die Pille ist wieder weg. Dirk Meier. Oh, Bachmann. Ah, Ballverlust. Gegenspieler hat den Ball. Oh, Vasili gut aufgepasst, aber. Ja. Yep. Und wir sehen, dass hier ein ziemliches Durcheinander leicht hier herrschen tut. Ja, ich muss mal ein bisschen hier rum experimentieren. Moment, ich hab's gleich. So. So, Jansen, du hast deine Sache. Hoppala.
Wo ist er denn? Hat seine Sache gut gemacht. Und dafür bekommt er eine Pause. Und dafür kommt unser, ja, ich würde sagen, Schumacher rein. Und Rick van Drommeling sieht noch gut aus. Na, ich würde sagen, ja, Rick van Drommeling, du bekommst deine wohlverdiente Pause. So. So, und Pröger. Gudjohnsson. Auch ein weiterer Wechsel. Sicker runter. Höhn kommt drauf. Oh, das wird jetzt richtig lustig. So, unsere Dreierwechsel werden durchgeführt. So. Mit Körper mit einem weiten Abschlag. Oh, das ist gut. Oh, das war sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut auch Meier. Aber der Kopfball kommt nicht an. Höhlen jetzt am Ball. Aremi. Ball wird weggeschlagen. Christian Kinzombie. In der Drehung. Schumacher. Meier. Und da ist Guira. Und wieder. Zack. Fallrückzieher. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und Reves wurde geprüft. Aber die Gefahr ist vorbei. Oder auch nicht. Sanders. Aber Gudjohnsson war nah dran. Aber ihm wurde die Pille entrissen. Oh. Gut aufgepasst. Vasili. Schumacher. Langer Ball. Meier. Ah. Aber da ist Domik. Höhn. Wieder am Ball. Adimi. Ritzmeier. Akalisen. Oder wie er ausgesprochen wird. Esswein. Gut rausgeschlagen. Schumacher. Jetzt. Gefahr vom 16er. Gefahr, Gefahr. Und Ritzmeier verkickt diese Chance. Eieiei. Um Haaresbreite. So, die 90 Minuten sind um. Noch irgendwie eine Minute wird nachgespielt. Oder zwei. Und die sind auch um. Und wir gewinnen das Auswärtsspiel mit 4:0. Es hat wirklich funktioniert, auch mal mit so einer kleinen Formation, also mit Team 2, hier ein bisschen rum zu experimentieren. Und das hat wirklich funktioniert. Und unser Jansen hat sich gut in der Mannschaft eingefügt. Hat auch sehr gut gespielt. Aber sein Tempo, ja, fehlt noch ein bisschen. Aber dafür hat er eine Pause auch verdient gehabt. Die Endstände sind hier eingeblendet. Mit Peter Jansen durfte heute ein junger Spieler erstmal ran, der sich langsam hochgearbeitet hat und von dem alle viel erwarten. Sind sie zuversichtlich genug, um auch andere Jugendstern eine Chance zu geben? Ich weiß natürlich genau, wie viele Jugendspieler von den Sprung stehen. Ich gebe ihnen die Chance, in die erste Mannschaft aufzusteigen. Wenn ich sehe, dass sie mit dem Druck umgehen können, bekommen sie ihre Chance. FC Hansa Rostock ist bislang in der zweiten Bundesliga ohne Niederlagen. Gehen Sie davon aus, dass es so weitergehen wird? Ja, wir haben es drauf. Im nächsten Spiel sollte mindestens ein Remis rausspringen, also sollte die Serie auch weitergehen. Heute hatten alle mit einem engen Spiel gerechnet. Sie auch? Es war eher ein leichtes Spiel. So langsam sollte man uns mehr zutrauen. Wir waren unaufhaltsam und der Sieg stand eigentlich von der ersten Sekunde an fest. Spielerchat-Nachrichten. Aha. Sebastian Vasili, das
sagt, es wird öffentlich über meine aktuelle Position geredet, gerne als Innenverteidiger. Ich würde sagen, du machst es richtig gut. Ja, aber trotzdem meine Entscheidung, du bleibst mal auf deiner Position. Aber manchmal kannst du für Rosbach oder Rossipal oder auch Rick van Drommeling einspringen. Ich habe mich hier nicht richtig wohlgefühlt, daher bin ich froh, dass ich ausgeliehen werde. Julian Sanders auf eine Laie, auf die Laie habe ich dich ja gesetzt, so dass du mehr Erfahrung bekommst, um dann irgendwann mit einer guten Gesamtstärke wieder zurückkommst. Eine Laie hilft dir mehr. So, davon habe ich wirklich geträumt, ja. Und ich sag dir, du hast niemanden enttäuscht, mein Freund. Wollte mich nur dafür bedanken, dass ich zeigen durfte, was ich kann. Ich glaube, ich bin bereit, jetzt regelmäßig zu spielen. Hoffentlich denken sie an mich. Ja, in den nächsten Spielen. Ja, kannst du noch mehr zeigen, was du kannst. Ja, und damit kommen wir auch zum großen Match Hansa Rostock gegen Schalke 04. Erstplatzierter gegen Achtplatzierten. Und ich glaube, da muss ich wohl den Kader wieder, die Top-Mannschaft muss da wieder anknüpfen, weil dieses Spiel wird in die Kategorie hartes Duell gehen. So, was hat euch so in der Episode gefallen? Mir hat gefallen, dass Peter Jansen sich richtig gut einfügen tut und er sich richtig gut entwickeln kann. Und ja, wie immer könnt ihr mich auf den anderen Social Media Plattformen unterstützen, mir in der Kommentare reinschreiben und ja, gerne einen Daumen da lassen und Blogschaltung und Blugospiker abonnieren, Glocke aktiv machen. Dann verpasst ihr kein neuestes Video und seid immer auf den neuesten Stand. Und das ist einfach kostenlos, dürft ihr mich auch abonnieren. So, ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen und ich sage meine berühmten Worte: Wiederschauen und reinhauen, meine Supporters von meiner Community. Ihr seid die coolsten und in meinem Spiel bin ich wieder am Start. Euer Blue Eyes The Dragon sagt Ciao.